April. Die Erfolgsserie von Trainer Jupp Derwall fortgesetzt wird, der von den 15 Spielen, die unter seiner Leitung bisher absolviert worden sind, 12 Siege und 3 Unentschieden zu verzeichnen hat. Und wir wünschen uns alle mit Ihnen, dass der 13. Sieg heute herauskommt, damit die Basis für ein erfolgreiches Abschneiden dieser Europameisterschaft, die verspätet beginnt, vom Spiel her jedenfalls, gelegt ist. Stielicke soll im Mittelfeld die treibende Kraft werden. Deutsche Mannschaft startet erkennbar offensiv. Briegel, der ja aus solchen Distanzen schießen kann, aber dann zu eng gespielt. Mit der 7 Jan Kozak, einer der Mittelfeldspieler der Tschechoslowakei. Und das ist Panenka. Sicherlich der beste Techniker in dieser Mannschaft von den Bohemians aus Prag. Ganz interessant, 6 Spieler von Dukla Prag im Aufgebot der Tschechoslowakei. Nur einer vom Meister Barnik Ostra und der sitzt auf der Bank. Bernd Förster. Briegel. Alof. Kals. Sie sehen Kals ziemlich weit nach innen orientiert. Heinz Förster, wieder Kals. Ja, es ist schade, dass dieses in Deutschland und sicherlich genauso in der Tschechoslowakei mit so viel Spannung erwartetes Spiel, von dem so viel abhängt, doch vor relativ leeren Rängen stattfindet, aber auf einem hervorragend gepflegten Rasen hier im Olympiastadion. Freilich einen Nachteil müssen beide Teams in Kauf nehmen, die Hitze. Dort unten sind mindestens 30 Grad, den ganzen Tag schien die Sonne, kaum ein Windhauch unten auf dem Feld, und das macht es den Spielern natürlich nicht gerade leichter. Kalt. Rummenigge abseits. Die Linienrichter übrigens, Latanzi und Barbaresco. Es verstand sich beinahe von selbst, dass das Schiedsrichtergespann aus dem Gastgeberland kam. Auf der anderen Seite ist das vielleicht nicht ganz so günstig, denn ich kann mir vorstellen, dass den Italienern eine deutsche Mannschaft als möglicher Endspielpartner nicht so lieb wäre wie irgendein anderer Gegner aus dieser Gruppe. Kozak. Barmos, ein erfahrener Mann, 25 Länderspiele. Wisek, der anstelle von Masny ins Spiel genommen wurde. Und Stielicke. Karl-Heinz Förster. Ich nenne Ihnen anfangs die Namen der Spieler ein bisschen häufiger. Ich weiß nicht, wie gut Sie sie identifizieren können. Wieder Uli Stielicke. Karl-Heinz Förster. Kullmann in der Libero-Rolle. Im Tor der Tschechoslowaken Netulička, auch er ein Dukla-Spieler. Und Stambacher. Freistoßentscheidung, Kullmann, Hansi Müller. Links geht Bernhard Dietz. Verteidiger Barmos mit der Nummer 2, auf den muss die deutsche Abwehr besonders aufpassen. Er kommt ähnlich häufig und gut nach vorne wie Kals in der deutschen Mannschaft.
Hans-Peter Briedl sehe ich gerade, spielt tatsächlich gegen Nehoda, den schnellen und technisch guten tschechoslowakischen Angriffsführer, den Mann mit der Nummer 11. Dieses Pärchen hat sich deutlich herausgebildet und Karl-Heinz Förster gegen Panenka. Das ist der Libero Andrusch, der auch einen gewaltigen Schuss hat, schon viele Tore aus der zweiten Reihe geschossen hat. Kullmann. Der deutsche Libero erstmals nach vorne, ist über der Mittellinie, Stielicke. Kozak. Und wieder Verteidiger Barmosch. Rummenigge. Gefault von Panenka. Hansi Müller. Und Briegel. Ja, das sind die Spurts, die er hinlegen kann. Und da kann was draus werden. Schade. Gut aufgepasst hatte da Jurkemik, der Vorstopper der Tschechen. Kalt. Karl-Heinz Förster. Stielicke einen Schritt zu spät. So langsam nach knapp 7 gespielten Minuten scheint sich die Nervosität, die erkennbar war in vielen Fehlpässen bisher, vor allen Dingen aus dem Mittelfeld heraus zu legen. Hoffen wir, dass die deutsche Elf möglichst bald und schnell zu ihrem Spiel findet. Dass hier gelegentlich von ein paar Sprechchören begleitet wird, aber ansonsten in einer ziemlich sterilen Atmosphäre stattfindet. Barmosch. Hallo, die Kontermöglichkeit. Kullmann kommt mit. Kein Foul. Der Ball wurde getroffen von Jan Kozak. Panenka. Harald Schumacher in seinem 4. Länderspiel die Nummer 1 im Aufgebot der deutschen Torhüter. Und die Balljungen haben beträchtliche Schwierigkeiten, diesen weitgeschlagenen Schuss da hinten aus den Tiefen des Olympiastadions wieder auszugraben. Schumacher muss 20 Meter laufen, um das Leder endlich zu bekommen. Für alle diejenigen, die sich erst jetzt haben einschalten können, knapp 9 Minuten gespielt, 0:0. Die deutsche Elf in den traditionellen schwarz-weißen Jerseys, die Tschechoslowak im roten Dress. Dies. Zwei Mann bei ihm. Rummenigge. Sieht noch einmal Rummenigge. Müller. Förster. Dietz, der Mannschaftskapitän. Und Stambacher. Mit Kalt. Freistoß. Stielicke. Manndeckung bei den Tschechoslowaken. Rummenigge hat sich gelöst, aber Müller kann ihn nicht anspielen. Bernd Förster. Kalt. Nehoda. Sehr aufmerksam bisher das deutsche Mittelfeld und die Abwehr. Kullmann. Stielicke bleibt sofort zurück, wenn er nach vorne geht. Dietz.
Da ist Stielicke, letzter Mann im Augenblick. Schön gemacht von Dietz. Wiesek und Müller. Schiedsrichter Michelotti pfeift jetzt zu Anfang dieser Partie sehr genau. Sicherlich eine ganz vernünftige Maßnahme. Manfred Kalt. Förster Kuhlmann. Das Rezept, erst einmal den Ball zu sichern, wird von der deutschen Mannschaft befolgt. Noch keine übermäßigen Versuche, mal mit einem risikoreicheren Steilpass etwas zu machen. Rummenigge. Und der erste Eckstoß für die deutsche Elf nach genau 11 Minuten. Riegel. Schwer zu stoppen. Eine gute Möglichkeit. Unsicherheit in der Abwehr der Tschechoslowaken bei dieser Flanke von Riegel. Sofort wird es ein bisschen lebendiger. Die Schlachtenbummler aus Deutschland rühren sich kalt. Bernd Förster. Riegel, Sieger gegen Wiesek. Kuhlmann. Links wieder Dietz frei. Schade, der Abschluss zu schwach. Aber die deutschen Angriffe werden schneller und druckvoller. Wiesek. Ondrusch, der Libero. Auf der linken Seite jetzt Gök, der Außenverteidiger, mit nach vorne gekommen. Ondrusch. Ja, aber alles gedeckt da vorne. Im tschechoslowakischen Angriff. Daher diese Querpässe. Deutsche Abwehr steht sehr dicht, sehr gut. Vorne lauert im Augenblick nur Rummenigge. Manfred Kall. Freistoß aus einer gefährlichen Situation, als Riegel da seinen Gegenspieler Wiesek ein bisschen geklammert hatte. Hansi Müller ist der Ball abgeprallt, der schnell genug aus der Abwehrmauer herausgelaufen war. Kuhlmann. Rummenigge, zu spät. Der passt nicht genau genug. Kozak und Panenka, die sich um den Aufbau des Spieles der Tschechoslowakei bemühen.
Stambacher. Wiesek. Foul hat der Linienrichter angezeigt. Dietz. Von Darmor ständig hautnah bewacht. Müller. Er bringt ihn noch nach innen. Aber die Flanken bis jetzt alle zu kurz. Wiesek. Kozak. 15 wieder Wiesek. Sagt, der meistens sehr weit zurückholt, zurückeilt, um sich die Bälle aus der eigenen Abwehr zu holen. Und dann dieser Rückpass, wieder ist alles gedeckt. Andrusch der Libero. Manfred Kalt ist jetzt ohne unmittelbaren Gegenspieler, stört im Mittelfeld sehr aktiv und rechtzeitig. Foul-Freistoß für die Tschechoslowaken. Darmosch. Kozak. Von Bernd Förster im letzten Moment gebremst. Das ist der erste Eckstoß für die Tschechoslowakei. 17-18 Minuten gespielt. 0-0 der Spielstand. Die Partie bis jetzt ohne Höhepunkte. Aber natürlich wissen beide Trainer und wissen die 22 Akteure, wie viel von diesem ersten Spiel abhängt. Geibelseck. Ja, jetzt müsste es schnell weitergehen. Kullmann, Kall, vorne bereits Alof, Stielicke, Rummenigge, Alof frei. Torabstoß entscheidet der Linienrichter sofort für die Tschechoslowaken. Nehoda. Darmosch und Hansi Müller dazwischen. Rummenigge. Und jetzt ab dafür. Nein, zu viele um ihn herum. Man weiß, wie gefährlich er ist. Aber schöne Kombination, Alof, Stielicke und dann Endstation bei Göck. Stielicke.
Galopp. Panenka. Links läuft Stambacher. Da ist er am Ball. Und Bernhard Dietz im richtigen Moment da gewesen. Hansi Müller. Von seinem Gegnerspieler. Schade, das war die erste echte Tormöglichkeit nach 20 Minuten für die deutsche Elf. Das ist Zdeněk Nehoda von Dukla Prag. Überlässt Kozak und dann wieder. Zu weit ist ihm der Ball da weggesprungen. Aber die zweite Möglichkeit innerhalb kurzer Zeit. Schiedsrichter Michelotti wartet sehr lange, ehe er pfeift, ob sich nicht eventuell ein Vorteil ergibt. Kollegen vom italienischen Fernsehen ein bisschen lang die Wiederholung eines ziemlich harmlosen Schusses gezeigt und fast die große Chance der deutschen Mannschaft versäumt. Wisek bis jetzt am häufigsten am Ball bei den Tschechoslowaken, eifrigster Mann, Stambacher. Und auch Barmosch mit der Nummer 2 ist zu nennen, der sehr viel für die Offensive tut. Kozak. Dichte Abwehrkette der Deutschen vor dem eigenen Strafraum. Manndeckung in dessen unmittelbarer Nähe. Keine Chance für die Tschechoslowaken abzuspielen. Also das deutsche Abwehrspiel funktioniert bis jetzt wirklich sehr gut. Aber aus dem Mittelfeld kommen noch zu wenig Impulse für den Angriff. Immerhin drei gute Möglichkeiten, ein Tor zu erzielen, hatte die deutsche Elf in den jetzt abgelaufenen 25 Minuten. Stielicke wechselt sich sehr geschickt mit Kullmann in der Rolle des letzten Mannes ab, wenn der nach vorne geht. Rummenigge. Sofort zwei Mann bei ihm. Förster. Schöner Einsatz, aber da steht Ondrusch. Kalt den Ball sehr schön noch vor der Auslinie gerettet. Zusammenspiel der Försterbrüder und Hans-Peter Briegel. Riskiert wieder erfolgreich einen Alleingang, zweiter Eckstoß. Nein, der Schiedsrichter entscheidet anders. Ich hätte da eine Ecke gesehen. Die Kollegen neben mir auch, wundern sich alle ein bisschen. Aber Herr Michelotti hat die Entscheidung. Jürke Mick, der Vorstopper. Einwurf für die deutsche Mannschaft. Schön gemacht von Hansi Müller.
Kullmann. Nochmal Kullmann, Stielicke bei ihm. Kalz. Bregel. Weit aufgerückt jetzt alle deutschen Spieler, keiner mehr in der eigenen Hälfte. Dietz. Karl-Heinz Förster. Kalz. Kein Abseits, aber der passt ihm aus. Alof startet rechts mit. Kalt ist dabei. Alof. Aber im entscheidenden Moment da vorne steht die tschechoslowakische Abwehr sehr sicher oder die Pässe. 30. Minute, der Spielstand noch immer 0:0. Die Chancenverteilung 3:2 für die deutsche Elf. Hansi Müller. Stielicke, endlich mal frei. Kann gehen, hat immer noch Platz. Hansi Müller. Stielicke reklamiert sofort, aber ich glaube nicht, dass dies ein Foul war. Trainer Wenglosch dirigiert seine Mannschaft da von der Seitenlinie, wird von einem UEFA-Beobachter freilich sofort wieder auf die Bank verwiesen. Ja, aber das geht doch alles sehr langsam, sehr bedächtig. Viel Tempo ist da wahrhaftig nicht drin bei den Tschechoslowaken, noch weniger als im Spiel der deutschen Mannschaft. Tschechoslowaken. Auch das wieder eine durchaus unangenehme und gefährliche Distanz. Denn Panenka schlägt raffiniert angeschnittene Bälle nach innen. Auch hier dauert es sehr, sehr lange, bis der Ball wieder zurückkommt. Da ist so ein Graben, ähnlich wie im Münchner Olympiastadion, ein Fotografengraben. Weit hinter dem Tor allerdings, hinter dem nur ein Balljunge lauert. Und da springen solche Schüsse natürlich rein. Stammbacher.
Bernd Förster, ja, das dauert alles viel zu lange. Müller. Vielleicht lähmt aber auch die Hitze da ein bisschen die Aktion. Kullmann sieht eine Lücke. Förster aus. Er reklamiert zwar Eckstoß, aber Alberto Michelotti entscheidet auf Torabstoß. Noch 10 Minuten in der ersten Halbzeit zu spielen. Unveränderter Stand 0:0. Kosa. Wisek. Schussmöglichkeit. Aber er muss sich den Ball auf den linken Fuß legen und ist vorbei. Oh, die größte Chance nach diesem schönen Solo von Wisek, das auch Kullmann nicht mehr stoppen konnte. Für die Tschechoslowaken. Aber keiner ihrer Angreifer rechtzeitig mitgelaufen. Müller. Rummenigge, der sich mal gelöst hat von seinem Gegner. Und wenn er den Ball erstmal am Fuß hat, ist er ja meistens gefährlich. Aber sie sind sofort mit zwei Mann da. Noch einmal Rummenigge. Alles eng dort drin. Die Deckung der Tschechoslowaken steht ähnlich sicher und genau wie die der Deutschen Elf. Müller. Zweikampfstärke der Tschechoslowaken in der Abwehr deutlich erkennbar. Dietz, noch einmal Müller. Zweiter Eckball für die deutsche Mannschaft, Rummenigge. Kullmann mit vorne. Nicht ungefährlich, aber aufmerksam und glücklich die tschechoslowakische Abwehr. Und jetzt können sie kontern. Panenka. Michelotti entscheidet sofort auf Eckstoß. Ich glaube, Dietz hatte da den Fuß dazwischen. Aber Sie sehen selbst, wie langsam das alles geht, bis Panenka da mal hinaustrabt zum Eckstoß. Ich meine schon, dass die Spüle des gestrigen und die Hitze des heutigen Tages die Spieler ganz schön geschlaucht hat. Sofort gepfiffen. Wisek hatte da Briegel wegzustoßen versucht. Und Schumacher wurde auch unfair attackiert. Sofort bauen die Tschechoslowaken wieder, was sie im Moment nicht sehen können, eine erste Abwehrlinie noch in der deutschen Hälfte auf. Der Rest zieht sich zurück vor den eigenen Strafraum. Hansi Müller. Förster, abgefälschter Schuss. Ja, diesmal hat der Schiedsrichter das doch gesehen. Hansi Müller.
Eckball, der vierte Eckball. Vielleicht ist Ihnen schon aufgefallen, dass die Ecken der deutschen Mannschaft scharf und flach kurz vor das Tor getreten werden von Müller, aber auch auf der anderen Seite von Rummenigge. Wohl auch deshalb, weil man den kopfballstarken Rubesch da in der Mitte nicht drin hat. Oh, böser Fehler von Netolitska. Rummenigge. Diesmal hat er gründlich aufgeräumt. Stielicke, Karl-Heinz Förster, Rummenigge. Der Münchner entzieht sich jetzt der unmittelbaren Bewachung dadurch, dass er immer mehr nach außen geht. Schön angesetzter Doppelpass und die Kontermöglichkeit jetzt wieder für die Tschechoslowaken. Nehoda. Da hatte Förster klar den Ball gespielt. Freistoß aber für die Tschechoslowaken. Nehoda und Kozak. Förster dazwischen, schön gemacht. Hallo. Rummenigge abseits. Noch 5 Minuten bis zur Pause und es wäre natürlich schon sehr schön, wenn die deutsche Mannschaft hier ein Tor schießen würde. Das würde ihr mehr Sicherheit geben und das Spiel sicherlich lebhafter machen, denn dann müssten die Tschechoslowaken ihre doch ziemlich defensive Haltung ein bisschen lockern. Jurkemik. Und wieder frei Verteidiger Barmosch. Stielicke geht mit. Dieser Pass sollte Hansi Müller erreichen. Aber der 80 Meter Sprint des Stuttgarters war vergeblich. Stambacher. Karl-Heinz Förster attackiert sehr couragiert und schnell. Diesmal Freistoß für Briegel. Ja, der Ball ist im Aus. Panenka, aber Hansi Müller, der seinen Fehler wieder gut macht. Ja, Herr Michelotti pfeift jetzt ein bisschen merkwürdig für meinen Geschmack. Wenn, dann hätte das eher andersrum geben können. So aber erneut aus einer gefährlichen Distanz Freistoß für die Tschechoslowakei. Gajdušek und Panenka. Gajdušek ein Linksfüßler. Barmosch, gut aufgepasst von Bernd Förster,
Ja, das Zusammenspiel da vorne klappt noch nicht. Außerdem beschweren sich Alofs und Rummenigge zurecht, weil Alofs im Moment der Ballannahme wieder weggeschoben wurde. Wieder nicht geahndet. Ja, da wurde Kals klar gefault. Freistoß. Und nach unserer Zeitnahme noch eine Minute in dieser ersten Spielhälfte des Eröffnungsspieles zur 6. Europameisterschaft zu spielen. Bis jetzt eine tempoarme, glanzlose Partie. Und wenn da nicht bald ein Tor fällt, dann bleibt es wohl bei, wenn man Tore schießen will. Und was nützt es hier mit einem 0-0 vom Platz zu gehen? Man kann voraussetzen, dass die Holländer dann plötzlich die großen Gruppenfavoriten werden. Da kommen die Mannschaften wieder. Die tschechoslowakischen Auswechselspieler haben sich die ganze Pause hindurch übrigens auf dem Rasen betätigt, während die Deutschen auf der Bank sitzen geblieben sind. Ein Wechsel in der deutschen Elf deutet sich auch nicht an. Vielleicht kommt irgendwann Horst Rubesch, um als Brecher und für hohe Flanken da vorne zur Stelle zu sein. Aber wie gesagt, angedeutet hat sich dieses noch nicht. Auch bei den Tschechoslowaken bis jetzt kein Wechsel. Siebenmal haben übrigens die Mannschaften beider Nationen gegeneinander gespielt. Dreimal siegte Deutschland, zweimal die CSSR, zweimal gab es Unentschieden. Hansi Müller ist der erste der deutschen Elf, der aufläuft. Hinter ihm Klaus Allof, Kullmann, Schumacher. Ja, und Co-Trainer Erich Ribbeck macht auch nicht gerade ein glückliches Gesicht, als er das Stadion wieder betritt. Ganz interessant vielleicht noch, dass das Durchschnittsalter in der deutschen Mannschaft so niedrig ist wie lange nicht mehr in einer Nationalelf, nämlich bei etwas über 25 Jahren, während das der Tschechen bei 28 Jahren liegt. Die größere Erfahrung zweifellos auf Seiten der Mannschaft der CSSR. Im Schnitt haben die Elf, die dort unten eingesetzt sind, 33 Länderspiele, die elf deutschen Spieler im Schnitt, deren Fernsehstationen übrigens übertragen dieses Spiel. Dass es lebhafter, besser wird, dass Tore fallen, die letztlich die Würze in dieser bis jetzt doch recht faden Suppe wären. Ein bisschen kühler ist es geworden, leichter Wind streicht über das Stadion und sicherlich auch über den Rasen. Eine Erleichterung für die Akteure. Verteidiger Göck mit viel Platz, weiß aber auch im Moment noch nichts damit anzufangen. Hansi Müller. Hatte Ondrusch die Hand dazwischen. Wieder eine merkwürdige Entscheidung von Herrn Michelotti. Der Ball wurde eindeutig von einem tschechoslowakischen Spieler über die Seitenlinie getreten.
solcher kleiner Foul, das sollte man noch dazu sagen, ein sehr faires Spiel. Aber wenn mit relativ geringem Tempo gespielt wird. Kollmann, Stielicke, ja, sofort wieder weggeschoben von Ondrusch, aber diesmal hat Michelotti das gesehen. Hansi Müller und Kall. Ja, und viel ungenauer kann man einen solchen Ball wohl kaum spielen. Riegel, er wäre einer von denen, die mal die Initiative ergreifen, marschieren könnten, einen Torschuss aus der zweiten Reihe riskieren, bis jetzt ja auch eine Seltenheit. Und bemerkenswert bisher allein der Einsatz einiger Spieler in der Abwehr. Kullmann, Riegel, ja, jetzt hat er Platz. Ihre Information, an der Seitenlinie läuft sich Horst Rubesch warm. Müller. Macht immer wieder Versuche, das Spiel in die Hand zu bekommen. Ja, und da sieht ein Spieler natürlich unglücklich aus, aber der Pass kam auch nicht gerade sehr gut zu Hansi Müller. Torhüter Netolitschka, genau wie Schumacher auf der anderen Seite, bisher mit einem ruhigen Nachmittag. Freistoß für Panenka. Dazu kommt Jurkemik. Unsicherheit in der deutschen Abwehr und was entscheidet der Schiedsrichter? Hebt die Hand, also ein indirekter Freistoß.
weil sich der tschechoslowakische Angreifer da doch zu heftig eingesetzt hatte. Einen Moment lang nach dem Sturz des roten Angreifers hatte ich schon die Befürchtung, dass er aus irgendeinem Grunde der Herr Michelotti da einen Strafstoß geben würde. Aber Nehoda war es, der sich da ins Getümmel gestürzt und seine Gegner behindert hatte. Noch einmal der Freistoß, weil die Betreuer der Tschechoslowaken noch auf dem Spielfeld waren. Jetzt geht's weiter. 8 Minuten gespielt in der zweiten Hälfte, noch immer 0:0 und noch immer keine erkennbaren Ansätze zu einem deutlich besseren Spiel. Das war das erste wirklich böse Foul an Bernd Förster begangen, der liegen bleibt. Aber weitermachen kann. Da ist Horst Rubesch, der seit ein paar Minuten da sich warm macht. Aber noch einmal, weil Sie das nicht sehen können, hat Jupp Derndal ihn die Seitenlinie entlang geschickt. Er hat auch die Trainingsjacke noch an. Sein Wechsel wird also, sein Einwechsel wird wohl noch eine Weile dauern. Erneut Freistoß nach Foul an Hansi Müller. Riegel, Bernd Förster, Kullmann, Alof, Kals, alle jetzt im Strafraum. Riegel. Aber die Tschechoslowaken haben damit Ondruš und Jurkelmik, aber auch Barmosch und Gök großgewachsene und kopfballstarke Leute. Und ich glaube wirklich, das einzige Mittel, diese Festung zu knacken, wäre Horst Rubesch. Rummenigge. Na, Gott sei Dank kann man da bloß sagen, dass das jetzt passiert ist. Denn jetzt müssen die Tschechoslowaken mehr tun. Und logischerweise bedeutet das mehr Platz für die deutschen Konterstöße. Rummenigge, der Torjäger Nummer 1 der Bundesliga, erlöst uns alle endlich und ich hoffe auch endgültig vom Ergebnis her von einigen Sorgen und Zweifeln um diese deutsche Mannschaft. Neben Horst Rubesch macht sich jetzt auch Felix Magath bereit, eingewechselt zu werden, aber kann man nicht vorstellen, dass das nach diesem Treffer jetzt gleich passieren wird. Jetzt kommen sie, die Tschechoslowaken, und sie können angreifen. Und die Möglichkeit, verhindert von Bernd Förster und dann Rummenigge mit Befreiungsschlag. Missverständnis, da liefen sie Missverständnis. Da liefen sie alle nach vorne. Freistoß selbstverständlich. Aber die Partie bekommt jetzt mehr Farbe. Kullmann. Hansi Müller, Ondruš, schön gestört von Alof, aber dann dieser Fehlpass von Bernd Förster, der kämpferisch sehr stark ist, aber im Abschluss seiner Aktionen doch recht unglücklich. Stambacher, Hansi Müller. Auch er einsatzfreudig, lauffreudig mit der Vorlage zum Tor von Rummenigge, jetzt auch erfolgreich.
Wiesek, Barmosch, Rummenigge. Ja, das kann er und er ist schneller als sein Gegner. Das ist genau das Spiel, was wir von der deutschen Mannschaft erwartet haben und was sie auch spielen kann. Und jetzt mit. Ja. Da kommt die erste Auswechslung, aber nicht etwa Horst Rubesch kommt ins Spiel, sondern sein Vereinskamerad Magath und heraus geht der Stuttgarter Bernd Förster. Also ein Wechsel im Mittelfeld der deutschen Elf. Vielleicht erwartet Jupp Derwall jetzt von Magath ein paar neue Impulse. Vielleicht aber auch die Routine und Sicherheit des erfahrenen Mannes, der in brenzlichen Situationen den Ball halten kann. Ondrusch. Da haben sie Förster abgekämpft. Es ist, wie gesagt, noch immer sehr, sehr warm. Barmosch. Nehoda. Riegel mit einem großen Laufpensum, zu dem ihm Nehoda zwingt, der ständig rochiert, die Positionen wechselt, aber der Lauterer hat die nötigen Steherqualitäten, um das durchzustehen und am Ende hoffentlich Sieger zu bleiben. Wiesek, Stielicke. Und Stielicke verletzt, bleibt einen Moment benommen liegen. Auch bei den Tschechoslowaken ein Wechsel und das ist einer ihrer Stars, das ist Masny, Marian Masny, auch ein Mittelfeldspieler mit 56 Länderspielen nach Nehoda, der erfahrenste Mann im tschechoslowakischen Team. Also kein Abseitsfreistoß, sondern Foulfreistoß für die deutsche Elf, als Stielicke da umgerannt wurde. Felix Magath mit der 14, Rummenigge und Hansi Müller. Rummenigge, gefährlicher Schuss. Da haben sie eine Menge Glück gehabt, die Tschechoslowaken und insbesondere Torwart Netolička, der gar nicht daran gedacht hat, dass die von der Mauer gedeckte Ecke bedroht sein könnte. Geklärt von Karl-Heinz Förster, der seinem Gegner überhaupt keinen Spielraum lässt. Oh ja, das war auch nicht so ganz astrein, was Briegel da mit Nehoda gemacht hat. Aber der deutsche Angriff, Klaus Allom. Viel Platz. Jetzt müsste der Pass kommen. Abseits, ja. Genau um den Bruchteil einer Sekunde zu spät. Rummenigge war mindestens auf gleicher Höhe. Wir bekommen eben übrigens die offizielle Angabe der Veranstalter über den Besuch dieses Eröffnungsspieles. Nur 15.000. Enttäuschend, schade, dass die italienischen Fußballanhänger hier nicht doch zahlreicher hergekommen sind. Immerhin bei zwei so namhaften Mannschaften. Aber vielleicht doch auch eine Folge des Fußballskandals in diesem Lande. Magath unglücklich in dieser Aktion. Panenka. Freistoß. Da haben Sie Marian Masny.
Aber erst Panenka beim Freistoß. Rummenigge. Überhastet gemacht. Ja, die Nervosität ist aus diesem Spiel immer noch nicht raus. Und die deutsche Abwehr provoziert mehr und mehr Freistöße, da noch 25 Minuten zu spielen sind und die deutsche Elf mit 1:0 in Führung liegt. Gefährliche Entfernung, 20 Meter, gut 20 Meter, eine Sache für Panenka. Der ebenso scharf wie platziert schießen kann. Erneut Freistoß für Panenka oder Wisek. Und die deutsche Abwehr sollte da hinten nicht etwa eine gelbe Karte riskieren, weil sie den nötigen Abstand nicht einhält. 66. Minute, Panenka. Schumacher, sehr sicher. Das erste Mal, dass er einigermaßen bedrängt, den Ball dann doch ganz sicher heruntergeholt hat. Kalt. Ball im Aus und Gelegenheit für die Tschechoslowaken zu wechseln. Gajdušek mit der Nummer 9 verlässt das Spielfeld. Für ihn also jetzt Marian Machny, ein technisch perfekter Mann, der über die Herz und platziert schießen kann. Freistöße jetzt in torgefährlicher Situation in Serie. Mal sehen, ob Panenka jetzt mal einen anderen ranlässt. Nein, wieder er selbst. Und wieder hat die Mauer gehalten. Deutsche Spieler orientieren sich nur ganz, ganz langsam und vorsichtig nach vorne. Auch Uli Stielicke bleibt weit zurückhängen. Und Horst Rubesch hat inzwischen wieder auf der Ersatzbank Platz genommen. Rummenigge müsste sich umdrehen, da kommt nämlich einer. Wisek und Panenka. Masny. Da hat
hat er wohl mehr in den Boden getreten. Schade um den Kraftaufwand des langen Sprints an der Seitenlinie. Karl-Heinz Förster kümmert sich jetzt übrigens um den eben eingewechselten Masny. Keine leichte Aufgabe. Masny. Der da zwar den Ball getroffen, aber damit auch den Gegner umgeschlossen hatte. Und die erste gelbe Karte dieses Spiels dafür kassiert. Wahrscheinlich wohl mehr, weil er sich über die Entscheidung erregt hat. Noch 20 Minuten. Deutschland führt 1:0. Jürgen Mick ist mit bei diesem Freistoß. Ein Mann, der aus dieser Entfernung gewaltig schießen kann. Und Panenka. Jürgen Mick. Briegel hat gefährt. Kalt. Der Ball ist noch im Spielfeld. Für mein Gefühl lässt sich die deutsche Mannschaft jetzt einfach zu stark da in der eigenen Hälfte und vor dem eigenen Strafraum einschnüren. Auf der Abwehr nur noch Befreiungsschläge. Masny. Kullmann, Müller. Auch kein Pass, mit dem ein lauernder Angreifer etwas anfangen könnte. Ondrusch. Barmosch. Die deutsche Mannschaft bringt in dieser Phase weder Ball noch Gegner unter Kontrolle. Ja, das entscheidet der Schiedsrichter Michelotti gegen die deutsche Mannschaft, obwohl für mein Gefühl ganz deutlich Masny gestoßen hatte. Jupp Derwall läuft da ziemlich aufgeregt an der Seitenlinie entlang, schreit irgendwas Unverständliches, für uns jedenfalls ins Spielfeld. Harter Schuss, aber Sie werden es hier gleich sehen, weit am Tor vorbei. Noch 17 Minuten sind zu spielen. 1:0 führt die deutsche Elf durch das Tor von Rummenigge. In der 56. Minute. Hansi Müller. Magath, Kalt, Müller. Magath, endlich Bewegung im Spiel und jetzt geht es auch mal wieder vorwärts. Kalt. Eckstoß. Der fünfte für die deutsche Elf. Das
Das hat wehgetan. Der tschechoslowakische Abwehrspieler hat den Ball von Kals getreten, wohl genau in den Magen bekommen. Gök war das, aber kann weitermachen. Möglichkeit. Und noch einmal, Riegel. Erst Rummenigge, dann Riegel. Das hätte die vorzeitige Entscheidung bedeutet, wenn dieser Ball ins Netz gegangen wäre. So aber weiter zittern, denn nur 1:0. Kozak, Masny. Und endlich mal ein öffnender Weiterpass auf Karl-Heinz Rummenigge. In der Mitte Stielicke. Stambacher. Verteidiger Gök. Dazwischen. Ja, das, was Stambacher da gemacht hat, ist auch nicht die feine Art. Kalt. Drei deutsche Angreifer mitgelaufen. Und geklärt von Jürgen Mick. Der 7. Eckstoß für die deutsche Mannschaft. Libero Kullmann kommt mit nach vorne. Briegel bleibt hinten. Müller. Schöner Doppelpass. Müller ist zu früh gesprungen. Handspiel. Freistoß für die Tschechoslowakei. Wiesek. Ja, wo soll er hinspielen? Keine Bewegung, alles eng gedeckt. Hansi Müller. Ja, er muss es alleine machen. Schade. Zukunft. Ist da Klaus Allof. Der Treffer zählt natürlich nicht. Nadia Gök. Andrusch, Gott sei Dank nicht voll getroffen. Denn sonst hätte Schumacher sicher keine Chance mehr gehabt. Magath, Rummenigge. Magath.
Links kommt Stielicke mit. Nicht gesehen. Kullmann. Müller. Förster. Müller. Schön gemacht von Hansi Müller. Aber hängen geblieben in der zu dichten Abwehrkette. Minuten. Ich glaube, ich habe mich da vorhin in der Zeit etwas geirrt. Und die deutsche Mannschaft im Augenblick darauf bedacht, die knappe Führung zu verteidigen. Und wieder ein gravierender Fehler von Bernd Kullmann. Und die Möglichkeit für die Tschechoslowaken. Nehoda. Und vor ihm gerade noch Karl-Heinz Förster. Böse Schnitzer, die da zweimal hintereinander dem Kölner passiert sind. Beide Male Glück für die deutsche Mannschaft. Rummenigge. Achter Eckstoß. Aber man sitzt hier doch mit einigem Zittern und Zagen. Nicht so sehr wegen der eminent gefährlichen Tschechoslowaken, sondern wegen der Fehler, die die deutsche Mannschaft macht und mit denen sie selbst die torgefährlichen Szenen des Gegners heraufbeschwört. Kullmann. Stambacher. Göck. Bernd Dietz hat mit Wiesek, der tschechoslowakischen Nummer 15, seine liebe Mühe und Not. Da ist wieder Verteidiger Barmosz. Rummeniger als Verteidiger, nicht schlecht in diesem Zweikampf. Links geht Alof. Hansi Müller. Und Klaus Alof. Nein, natürlich kein Elfmeter, aber Eckstoß. Auch das nicht. Noch 6 Minuten. Verteidiger Barmosz. Masny, Kullmann schon wieder aus dem Abwehrzentrum heraus.
Kampf gegen Nehoda. Wieder einer dieser gefährlichen Freistöße. Panenka. Dietz. Rummenigge. Alof. Gut gespielt, ein bisschen Pech dabei gehabt. Masny. Karl-Heinz Förster verdient sich wirklich eine... Von ihm könnten eigentlich auch Schüsse aus der zweiten Reihe kommen. Jetzt der neunte Eckstoß, herausgeholt von Felix Magath. Noch 2,5 Minuten, vielleicht ein bisschen Nachspielzeit, aber nicht sehr viel, ganz sicher. Manfred Kalt, Jürkemik eben noch dazwischen. Hansi Müller. Rummenigge ist abseits, Müller hat das gesehen. Stielicke. Abseits Kalt und Rummenigge. Die letzte Spielminute und das Zittern hat noch kein Ende. Andrusch. Schön gestört von Müller. Jetzt muss er dann abspielen. Müller. Die reguläre Spielzeit bereits abgelaufen. Michelotti aber deutete an, dass er etwa eine Minute, sagen wir es noch einmal ganz deutlich, einem typischen Eröffnungsspiel. Aber wichtig ist in diesem Falle der Sieg, das 1:0 erzielt durch Karl-Heinz Rummenigge in der 56. Minute. Und mit diesem Sieg, mit diesen 2 Punkten auf dem Konto, hat die deutsche Mannschaft eine gute Chance, das Finale dieser Europameisterschaften in Italien zu erreichen.
Ehe ich mich von Ihnen aus Rom verabschiede, noch ein Hinweis: um 23 Uhr eine weitere Sondersendung der ARD aus Italien mit der Aufzeichnung des zweiten Spieles dieser Gruppe Holland gegen Griechenland. Natürlich mit den Höhepunkten dieses Spieles.